Bruder, hab ich doch gewusst, dass du verkackst. Ja, ich hab gewusst, du verkackst. Was hast du anders erwartet? Ey, Billy, komm mal her, Billy, komm mal her. Der hat voll verkackt, Mann. Ja, voll lustig. Hallo Leute, was geht? Heute geht's um das Thema, wie erkenne ich wahre Freunde? Direkt erstmal abonnieren und teilen und das Video liken, um nichts zu verpassen. Es geht direkt los. Bam! Also Leute, heute geht's um das Thema, wie erkenne ich wahre Freunde? Wahre Freunde erkennt man daran, wie sie mit dir umgehen, okay? Wahren Freunden kannst du schlechte Neuigkeiten und gute Neuigkeiten erklären. Wahren Freunden kannst du einfach reden. Mit wahren Freunden kannst du dich austauschen. Wahre Freunde kannst du die Wahrheit sagen. Wahre Freunde sind für dich da, auch an Zeiten, wo du glaubst, dass keiner für dich da ist. Aber du musst auch wissen, dass wahre Freunde nicht diejenigen sind, die dich alles einfach machen lassen. Yes. Wahre Freunde haben auch ihre Grenzen. Wahre Freunde haben auch ihre Regeln. Wahre Freunde sagen dir auch, wenn du etwas tust, was dir schadet. Oh no! Es ist wichtig, den Unterschied zu erkennen zwischen, ist das gerade seine Meinung oder meint er das ernst, weil er Angst hat, dass mir was passiert. Viele Leute vergessen immer, dass ihre Meinung nicht auf jeden zutrifft. Wenn ich eine Sache nicht gern tue, heißt das nicht, dass die andere Person das auch nicht gern tun muss. Aber wenn ich weiß, das schadet dir und ich finde das nicht gut, dass du das tust, musst du mit dem Freund reden oder er Freund redet mit dir. Und wenn er mit dir redet, ist es ein guter Freund, okay? Wenn dein Freund dich etwas reinbringt, was nicht gut ist, ist es ein schlechter Freund. Wir werden heute nicht nur über gute Freunde, auch über schlechte Freunde reden. Weil anhand der schlechten Freunde erkennst du auch die guten Freunde. Weil die guten Freunde machen das nicht und die schlechten Freunde machen nicht, was die guten machen. Logisch, logisch, logisch. So, also die guten Freunde sind die Leute, die für dich da sind. Die guten Freunde lassen dich nicht zurück. Die guten Freunde nennen dir auch die Wahrheit. Mit guten Freunden kannst du über Probleme reden. Gute Freunde werden dich als Typ, du als Typ, wirkst nicht schwach, wenn du guten Freunden von deinen Schwächen erzählst. Die lassen dich nicht dastehen wie ein Schwächling. Die sind für dich da, die halten zu dir. Die geben dir Tipps. Die lachen dich nicht aus, die geben dir Tipps. Ganz simpel. Einem guten Freund, ja, wir machen jetzt zwei Szenarien. Wir haben einen guten Freund, einen schlechten Freund, okay? Einen guten Freund kannst du hingehen und sagst dem, guck mal, ich habe das und das Problem seit langer Zeit. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Irgendwie läuft das und das schief. Ein guter Freund wird sagen, kann ich verstehen, erstmal das und das und das. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hätte den und den Vorschlag. So und so kann es besser gehen. Das und das kannst du machen, um das Ganze aufzuwerten. So und so wird es dir helfen. Und ein schlechter Freund wird das machen. Bruder, hab ich doch gewusst, dass du verkackst. Ja, ich hab gewusst, du verkackst. Was hast du anders erwartet? Ey, Billy, komm mal her, Billy, komm mal her. Der hat voll verkackt, Mann. Ja, voll lustig. So eine Scheißfreunde. Die lachen dich einfach aus. Und die Freunde willst du nicht. Und weißt du, was auch schlechte Freunde sind? Schlechte Freunde sind auch diejenigen, die dich in Gruppen auslachen. Schlechte Freunde lachen dich auch in Gruppen aus. Kennst du die Menschen, die nett zu dir sind, okay, die gut zu dir sind, aber sobald eine andere Person dabei ist, werden die fies? Weißt du, wohin mit diesen Menschen? Bau, Junge! Bau! Das machst du mit diesen Menschen. Dahin gehören die. Du schlägst sie nicht, aber das ist eine Metapher oder eine Veranschaulichung von weg mit dieser Person. Weg mit dieser Person. Du kannst mit der Person nichts anfangen. Du kannst mit so einer Person absolut nichts anfangen. Ich hatte auch Freunde, die waren immer nett zu mir. Wenn ich mit denen alleine war, haben die mir zugehört, die haben mir Tipps gegeben, die haben das und die haben dies. Aber sobald jemand dabei war, war ich der Clown. Und das ist der Anfang von Mobbing. Genau das ist der Anfang von Mobbing. Weil diese Freunde haben ein geringes Selbstwertgefühl und haben Angst davor, in dieser Gruppe ausgelacht. Die haben Angst davor, dass sie in der Gruppe ausgelacht werden. Und so sind auch Mobber. Die haben Angst, ausgelacht zu werden und deswegen mobben sie andere. Und dieser Mensch, dieser Freund, wenn er dich in der Gruppe auslacht oder einen Weg findet, über dich zu lachen, mit anderen zusammen, ist das, weil er Angst hat, dass du über ihn lachst. Und ein guter Freund wird in diesem Szenario, wo andere über dich lachen, sagen, ey, ich finde das nicht lustig, hört mal bitte auf zu lachen, das ist sehr ernst. Und wenn ein Freund das macht, ist der Gold wert. Gold. Hier, Batzen an Gold ist der Wert, worüber die Rapper alle mal reden. Das ganze Cash ist der Wert, okay? Weil solche Freunde werden dich unterstützen.
Du musst wissen, wer ist da, wenn es dir schlecht geht, nicht wenn es dir gut geht. Ein guter Freund ist nicht der Typ, mit dem du saufen gehst, aber der Typ, der nicht da ist, wenn es dir schlecht geht. Ein guter Freund ist der, mit dem du chillen kannst, Spaß haben kannst, aber auch dann da ist, wenn es dir scheiße geht. Auch dann da ist, wenn du am Boden bist. Auch dann da ist, wenn du gar keinen hast. Okay? Das sind auch gute Freunde. Das sind die guten Freunde. Du musst wissen, die unterscheiden sich. Die unterscheiden sich. Aber das Problem ist, weshalb du dir unsicher bist gerade, ob du einen guten Freundeskreis hast oder einen schlechten ist. Weil gute Freunde sich manchmal benehmen wie schlechte Freunde, aber sich nur in manchen Szenarien zeigt. Und wenn diese Szenarios zu selten auftreffen, dann weißt du nicht, ob es ein schlechter oder ein guter Freund ist. Vor allem nicht, wenn du das Video hier nicht gesehen hast, was du gerade siehst, und du nicht weißt, dass es passiert. Hä? Das heißt nichts anderes, als dass du jetzt weißt, wie es geht, weil du das Video gesehen hast und gut unterscheiden kannst. Was mache ich aber jetzt? Was mache ich, wenn ich einen schlechten Freund habe? Was mache ich denn dann, wenn ich ihn gefunden habe im Heuhaufen? Folgendes. Du guckst dir das Verhalten an, guckst dir an, wie oft das passiert und fragst dich selber, will ich das weiterhin in meinem Freundeskreis haben? Wenn du dir unsicher bist, ob du es noch weiterhin willst, guck, ob das dir Ganze dir gefällt. Wenn das Ganze dir nicht gefällt, dann weißt du, das muss weg, weil er bohrt in dein Unterbewusstsein ein. Wenn er immer wieder über dich lacht und immer wieder was findet, was man über dich lacht, macht er dein Selbstwertgefühl kaputt. Und das willst du nicht. Und dann weg mit der Person. Wenn du ihn nicht aus deinem Freundeskreis löschst, lösch ich ihn aus deinem Freundeskreis. Aber soll ich dir noch was verraten? Gute Freunde sind für dich da. Gute Freunde unterstützen dich. Gute Freunde helfen dir voranzukommen. Gute Freunde pushen dich. Nochmal zusammengefasst. Aber eine Sache ist ganz wichtig. Gute Freunde können dir helfen, etwas zu erreichen. Gute Freunde können dir helfen, voranzukommen. Und gute Freunde glauben auch an dich. Aber du musst wissen, es ist schwer, an dich zu glauben, wenn du nicht selbst an dich glaubst. Und wenn du wissen willst, was ich damit meine, oder wie du es schaffst, dein Glauben an dich selbst zu stärken, würde ich dir 100% empfehlen, dir dieses Video anzuschauen. In diesem Video habe ich das Ganze erklärt. In diesem Video habe ich euch geholfen, beziehungsweise sorge ich dafür, dass du auch selber an dich glaubst. Weil so mehr du an dich selbst glaubst, desto mehr werden andere sehen, wie stark du bist, und du wirst es ausstrahlen. Und selbst die Leute, wo du denkst, die mag ich eigentlich nicht. Selbst die Leute, wo du denkst, die finden mich nicht gut. Sogar die werden an dich glauben, wenn du weitermachst. Vertrau mir. Hau rein.